Die Türen sind geschlossen. Herzlich willkommen hier in Kampfer. Und zwar zu einer wunderbaren Veranstaltung Büro ohne GAFAM, wie Unternehmen digitale Verantwortung übernehmen können. Ich bin heute entlastet. Ich habe hier Christian Lautermann, der das Ganze moderieren wird vom IÖW. Und ich gebe dann auch gleich weiter. Genießt die Veranstaltung, beteiligt euch rege. Bis später. Ja, herzlich willkommen zu dieser Session zum Thema Büro ohne GAFAM. Wie können Unternehmen digitale Verantwortung übernehmen? Wie gesagt, mein Name ist Christian Lautermann vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Ich freue mich sehr, dass zahlreiche Interessierte gekommen sind, um mit uns über dieses Thema zu diskutieren. Vielleicht ganz kurz, weil wir auch immer angehalten sind, Abkürzungen zu erläutern. Um ganz auf Nummer sicher zu gehen, GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, also die großen Internetkonzerne, in deren Abhängigkeit sich viele unter anderem eben auch Unternehmen bewegen. Und das Stichwort Büro soll eben andeuten, dass unser Thema ist, wie Organisationen, insbesondere Unternehmen, eben sich aus dieser Abhängigkeit lösen können. Bevor ich kurz ins Thema einführe, noch zwei Hinweise zum Ablauf, wie diese Session gestaltet werden soll. Wir sitzen hier vorne als illustre Runde, die ganz heiß darauf ist, zu diskutieren untereinander, aber vor allem auch mit Ihnen und mit euch. Das Konzept Fishbowl ist vielleicht den meisten bekannt. Ich erkläre es aber noch mal kurz. Ich werde in den ersten circa 20 Minuten zunächst mal nacheinander die Teilnehmer hier vorne auf der Bühne vorstellen und mit einer Frage ansprechen, damit so ein bisschen deutlich wird, wer die Einzelnen hier sind und für welche Themen und Thesen sie so stehen. Und danach werden wir aber diese Runde öffnen und möchten alle, die sich hier im Raum befinden, dazu einladen, sich hier auf den freien Platz zu uns zu gesellen, genau, und Ihre Fragen, Ihre Kommentare und Anmerkungen beizusteuern, damit die Diskussion erweitert und bereichert wird. Ja, ganz kurz zum Thema. Wir haben bei uns am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung eine Studie zum Thema Corporate Digital Responsibility, die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen im Kontext der Digitalisierung durchgeführt. Und dabei ist uns aufgefallen, Unternehmen als Nutzer, Nachfrager, Kunden von IT-Lösungen tragen ja auch eine besondere Verantwortung hinsichtlich eben der Nachhaltigkeit, der Fairness des Datenschutzes und der Offenheit, die mit diesen Dienstleistungen verbunden sind, weil sie vielleicht auch größere Hebel ein bisschen mehr Einfluss haben als jetzt jeder Einzelne nur als Individuum. Und das ist so ein bisschen der Fokus, den wir hier wählen wollen. In anderen Bereichen sind ja die, ich sag mal, die faireren und nachhaltigeren Alternativprodukte und Anwendungen vielleicht schon etwas dynamischer in der Verbreitung. Man denke jetzt vielleicht daran, wie häufig man auch Bio-Lebensmittel so bekommen kann oder die erneuerbaren Energien, die auch früher irgendwie so ein Nischenprodukt waren und von Pionieren vorangetrieben wurden. Und die Frage ist jetzt, lassen sich eigentlich Parallelen beobachten oder umgekehrt lässt sich etwas lernen, wie bei uns im IT-Bereich jetzt die fairen und nachhaltigen Alternativen ja, vorangebracht werden können, insbesondere eben bei den Unternehmen. Und damit stelle ich jetzt schon mal meine erste Frage an Rena Tangens, zwei neben mir. Sie ist, Datenschutz-Aktivistin der ersten Stunde, schon 1987 den meisten hier bekannten Verein Digital Courage mitgegründet, unter anderem dafür bekannt, die Big Brother Awards zu verleihen. Aber die spannende Frage, und deswegen habe ich jetzt Rena auch als Erste ausgewählt, ist zunächst nochmal so das große Bild. Warum ist es denn eigentlich mit einem gewissen Risiko verbunden, wenn jetzt so die breite Zahl unserer Unternehmen sich in dieser Abhängigkeit von den GAFAM-Konzernen befindet? Welche gesellschaftlichen Risiken, aber auch Risiken für die Unternehmen selbst sind denn damit verbunden, Rena? Funktioniert. Super.
Nachhaltigkeit finde ich sehr wichtig, eben im größeren Bild so zu definieren. Es geht dann eben nicht nur um Ökostrom oder dass die Rechner recycelt werden und solche Sachen, sondern nachhaltig bedeutet für mich, dass man immer die Möglichkeit hat, den nächsten Schritt zu tun oder sich anders zu entscheiden, auf eine andere Schiene zu gehen und diese Möglichkeiten halt selber bestimmen zu können. Also möglichst viel Handlungsmöglichkeit, Freiheit sich zu erhalten. Und dafür finde ich, ist Unabhängigkeit einfach enorm wichtig. Und ich denke, das ist uns allen bei der Energieversorgung jetzt mal sehr drastisch klar geworden. Wir sollten uns bei der Versorgung mit IT-Infrastruktur eben nicht auf Struktur von die A vom Ausland herkommt und B von großen Firmen, deren Interesse nicht unbedingt unsere Interessen sind. Darauf sollten wir uns nicht verlassen. Das mit der Unabhängigkeit bedeutet halt auch, dass wir uns auf europäische Gesetze verlassen können und nicht, wie es bei US-Unternehmen der Fall ist, das überhaupt nicht einschätzen können. Also das betrifft gleich den nächsten Punkt, nämlich die Vertraulichkeit. Wer Dienste von Google in Anspruch nimmt zum Beispiel, kann sonst was in den Privacy-Bestimmungen drinstehen an netten Dingen, auch bei allen möglichen anderen Firmen, Zoom und so weiter. Das heißt aber nicht, dass sie das einhalten müssen, denn sie unterliegen alle dem FISA Act, Foreign Intelligence Surveillance Act. Und das bedeutet, dass US-Geheimdienste auf alle Daten von Nicht-US-Bürgerinnen und Bürgern Zugriff haben. Die Firmen müssen ihnen das einräumen, egal was sie selber ihren Kundinnen und Kunden halt vorher versprochen haben. Und sie dürfen nicht darüber sprechen. Da gilt ein Maulkorb-Erlass. So. Das heißt, ich kann mich auf keinerlei Privacy-Bestimmungen von irgendeiner US-Firma verlassen. Von anderen Firmen in anderen Ländern möglicherweise auch nicht. Und dieser FISA Act wird von den meisten Leuten elegant ignoriert, aber der gilt. Und das sollte uns allen klar sein. Das ist etwas, was kleine, mittlere und auch große Unternehmen durchaus betrifft, die voller Vertrauen in solche Infrastruktur dann ihre Patente, ihre Entwicklungen, die sie im Maschinenbereich haben oder sonst was da hineinstellen und davon ausgehen, dass niemand anders drankommen würde. Das können sie aber nicht. Der andere Punkt mit der Unabhängigkeit, um darauf nochmal zurückzukommen, man kann sich nicht darauf verlassen, dass ein Dienst, den ich irgendwie gratis, pseudo-gratis zur Verfügung gestellt bekomme, dass ich den auch weiterhin in Anspruch nehmen kann. Der kann einfach eingestellt werden oder er kann verändert werden oder nach Gutdünken aus politischen Gründen oder welchen auch immer kann ich davon ausgeschlossen werden und zack ist meine Infrastruktur weg. Deshalb ist es total wichtig, sich da auf eigene Beine zu stellen. Bei den Servern wird oft gesagt, die Server stehen doch in Europa oder sogar in Deutschland. Das gilt nicht. Es gilt der Firmensitz der Firma. Und natürlich ist es nett, wenn die Server auch halt hier stehen, aber das alleine reicht nicht aus. Deswegen haben wir schon einige Big Brother Awards verliehen, zum Beispiel auch an CSC, Computer Services, nein, Science, glaube ich, Corporation. Ja, ganz fiese Firma. Ich möchte als letztes noch einen Punkt zu Zoom sagen, weil das nämlich wieder besseres Wissen nicht nur von Firmen, sondern auch von Parteien, wie zum Beispiel den Grünen, verwendet wird. Es wird von der Böll-Stiftung verwendet, es wird von NGOs verwendet, die ich sehr mag und deswegen hier jetzt gerade nicht nenne. Dabei muss einem klar sein, das ist nicht nur die USA an dieser Stelle mit den gerade genannten Problemen, sondern die Firmengründerinnen und Gründer sind Chinesen und die haben eine sehr starke Verbindung nach China. Das heißt, es werden auch Videokonferenzen über China umgeleitet. Wer darüber eine Bürgerrechtsorganisation tatsächlich vernetzt und damit Videokonferenzen macht und in Kauf nimmt, dass die mitgeschnitten werden, tut mir leid, da habe ich kein Verständnis mehr für. Es gibt so viel tollen Ersatz dafür. Werden wir bestimmt noch viel von hören. Digital Courage selbst betreibt einen Jitsi und einen Big Blue Button Server. Und damit kann man quasi alles erschlagen. Und dabei lasse ich es erstmal. Prima, vielen Dank, Rena. Bevor wir uns jetzt die Alternativen
konkret anschauen. Zunächst noch eine Frage an Vivian Frick hier zu meiner Linken. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am IÖW bei mir im Team. Und ich habe eben schon die Studie erwähnt. Da haben wir ja die Nachhaltigkeitsberichte der 100 größten deutschen Unternehmen angeschaut. Und meine Frage wäre an dich, kann man denn dort in diesen Berichten schon ablesen, inwieweit diese Unternehmen ihrer digitalen Verantwortung vielleicht ja sogar im Lichte dessen, was Rena gerade erläutert hat, wahrnehmen? Inwieweit, wie stark ist jetzt eigentlich die Abhängigkeit? Sind die sich derer bewusst? Und gibt es ja vielleicht sogar die ein oder andere gute Praxis, die in diesen Berichten erwähnt wurden? Ich merke, sie lacht schon. Was heißt das? Erzähl. Genau, danke für die Frage. Genau, wir haben den Bericht auch zusammen gemacht, deswegen ist es gerade eine lustige Situation, von dir gefragt zu werden. Ja, also was wir gefunden haben, wir haben 62 Großunternehmen genauer angeguckt und erstmal, wir haben Nachhaltigkeitsberichte angeschaut. Das heißt, es kann sein, dass das die ein oder andere Information auch fehlt, aber das ist gerade auch ein Problem. Also die Berichterstattung bezüglich IT-Infrastruktur und so weiter ist auch noch ausbaufähig bei den großen Unternehmen, dass sie da auch mehr Transparenz schaffen, was sie nutzen. Was man aber sagen kann, ist, dass ich leider jetzt kein Best- oder Good-Practice-Beispiel direkt nennen kann, wo ich sagen kann, ja, die und die Firma verzichtet auf GAFAM-Dienste so. Im Gegenteil, wir sehen durch die, also viele Unternehmen setzen gerade sehr stark auf eine Durchdigitalisierung ihrer gesamten Infrastruktur und das tun sie oft zusammen mit Dritten. Also mit Plattformen, die weitere Dienste anbieten, mit SAP sehr oft, die auch deren Bericht haben wir mit drin. Und da sehen wir eher die umgekehrte Tendenz, dass sich Unternehmen noch mehr abhängig machen von Diensten, also von digitalen Dienstleistungen, von externen. Und dass es dann auch komplizierter wird, je mehr Akteure in diesen Netzen mit drinstecken, nochmal rauszufinden, wo jetzt eigentlich Daten landen, wer wessen Infos einsehen kann. Also je mehr auch die Verkettung mit oder die Komplexität steigt, indem mehr Unternehmen beteiligt sind, desto schwieriger wird es aus meiner Sicht auch, wirklich Datenschutz zu gewährleisten. Genau, das erstmal zu der Studie. Okay, dann machen wir jetzt den Schwenk in die Praxis. Meine nächste Frage geht an David Ayers von Faircom. Das ist ein Anbieter, der wirklich Alternativen auf den Markt bringt und somit all die Ausreden, da gibt es doch nichts, man kann doch nichts machen, das ist sozusagen zunichte macht. Und ihr habt diesen schönen Slogan, ich habe ja gerade schon diese Parallele zu Bio-Lebensmitteln gemacht, ja, wie Bio nur fürs Internet. Und meine Frage an euch wäre jetzt, wie seid ihr zu euren Angeboten gekommen? Wie gelingt es euch, das sozusagen an die Unternehmen, an die Kunden zu bringen? Und was ist jetzt so eure Erfahrung? Wie kann man es schaffen, Nutzer, die sozusagen in GAFAM-Abhängigkeit sind, von diesen Alternativen zu überzeugen und zu einem Wechsel zu gewinnen? Interessant, ja. Ich denke mal, dieser Spruch, den wir so als Leitlinie oft nutzen, also spricht Bio nur fürs Internet, hat schon viele Parallelen. Also es soll wirklich ein Angebot in der möglichst vollen Bandbreite der Lebensmittel oder der IT-Dienstleistungen, die wir haben, bereitstellen. Aber halt mit einem Nachhaltigkeits-, mit einem Sicherheitsaspekt, mit einem Vertraulichkeitsaspekt, mit einem Aspekt auch einer kleineren Strukturierung, die wir im Moment dort implementieren. Auch wenn der Apfel mal hier und da eine Stelle hat, ja, ist es auch nicht so, dass wir wirklich immer 100% der Funktionalitäten der anderen Anbieter anbieten können, aber wir finden trotzdem immer Wege, Lösungen zu finden. Und ich glaube, im Moment sind wir gar nicht so sehr, noch nicht in der Phase, wo wir Leute davon überzeugen müssen, dass sie GAFAM nicht einsetzen sollten. Klar tun wir das. Das ist auch ein Grund, warum wir jetzt hier mit dabei sind. Aber es ist, glaube ich, mittlerweile auch eine gesellschaftspolitische oder gerade in Zivilgesellschaften eine Bewegung, dass die Leute danach fragen, weil das Problem immer mehr erkannt wird. Das heißt, im Moment ist es so, dass viele auch zu uns kommen. Gut, der Druck der Digitalisierung, die durch Corona entstanden sind, hat uns auch natürlich geholfen in der Zeit. Aber im Moment ist es, glaube ich, unser Fokus viel mehr
gar nicht mal Leute davon zu überzeugen, daher zu kommen, sondern es ist fast mehr zu schauen, dass wir diese Ecken und Kanten, die wir in den Äpfeln halt noch haben, mit anderen Prozessen auszumerzen und bestimmte Integration und die Datenflüsse, die Leute von den von der GAFAM-Plattform gewohnt sind, zu übernehmen. Denn es ist in jeder Organisation so, auch wenn sie zu uns kommen, sind das immer irgendwelche, Leuchtstabträger, die zu uns kommen. Aber es sind dort Mitarbeiter, die auch schwierig sind. Und mit dem muss man umgehen können. Und das, was wir halt anbieten, ist wirklich diese Service-Dienstleistung, den Leuten, die Leute mit an die Hand zu nehmen, mit unterschiedlichen Organisationen und zu sagen, okay, passt auf, hier und da stimmt, können wir es nicht genauso machen, wie die GAFAM-Lösungen das machen, aber du kommst so und so vielleicht sogar effizienter zu deinem Ziel. Und ich denke mal, wir haben es geschafft, wirklich in einer großen Bandbreite von Kunden, also es sind jetzt nicht nur nicht Regierungsorganisationen, die bei uns sind, sondern wir haben in Österreich die Präsidentschaftskanzlei, wir haben den österreichischen Rechnungshof als Kunden, aber auch jetzt die Energieinitiative Vorarlberg und klar, im NGO-Bereich auch Kirchenorganisationen, denen gerade Datenschutz besonders wichtig ist, die haben auch natürlich ein Interesse daran, ihren Mitgliedern sozusagen die Sicherheit zu geben, Datenschutz zu gewährleisten, dass die Zugehörigkeit zu irgendwelchen Religionen nicht offengelegt werden. Also der Bedarf ist da und wir schauen halt, dass wir eine möglichst integrierte, durchdachte Lösung zusammenstellen können, um diesem Bedarf nachzukommen. Ja, danke David. Neben euch als jetzt Service-Anbieter haben wir auch noch ein zweites Unternehmen, Hostsharing, an meiner Seite Estelle Göbel-Aribot, die mit Hostsharing, der Name sagt es schon, Hosting-Lösungen, Cloud-Computing-Dienste anbieten. Und ihr habt natürlich vor allem Unternehmenskunden und da würde mich ähnlich wie an David auch interessieren, was bei euch sozusagen in der Kundeninteraktion die Motive von Seiten den Kunden sind, aber auch vielleicht habt ihr ja welche, die ihr erstmal noch überzeugen musstet und wie ihr sie überzeugen konntet. Und ich schiebe mal noch eine kleine Frage für danach hinterher. Das Besondere an euch, an Hostsharing, ist, dass ihr als Genossenschaft organisiert seid, die Kunden also auch Genossenschaftsmitglieder werden. Und das ist vielleicht etwas, was den entscheidenden Unterschied ausmacht. Ja, danke für die Frage. Tatsächlich ist ja Cloud Computing oft verstanden als man packt alles in die Cloud und irgendwie kommt es dahin und wieder zurück und man macht sich halt selten bewusst oder auch Unternehmen machen sich selten bewusst, dass diese Auslagerung auf andere Computer eben einfach ein aus der Hand geben der eigenen Daten und der Hoheit über die eigene Infrastruktur ist. Und bei Hostsharing ist es so, dass Cloud Computing eben nicht Other People's Computer ist, sondern die Computer der Unternehmen, Organisationen, Vereine, die in der Genossenschaft Mitglied sind. Also sprich, wir betreiben die Infrastruktur für alle unsere Mitglieder, damit die nicht ihre Admins sozusagen an 365 Tagen im Jahr auf Alarmbereitschaft halten müssen. Das leisten wir sozusagen für die Mitglieder. Und bei uns ist es halt auch so, dass Mitglieder mitwirken und mitbestimmen können, wo sich die Reise hinbewegt. Also wir haben angefangen mit Managed Server, Managed Webspace und haben dann aufgrund von Input, Nachfrage und Wünschen aus einer gewissen Anzahl der Mitglieder eben auch ein Cloud Computing Angebot mit Root-Zugriff entwickelt. Also so, dass man die volle Freiheit quasi jetzt hat. IT-Unternehmen insbesondere, die eigene Softwareplattformen betreiben oder große Verbände, die wir auch haben, die selbst Plattformen programmiert haben, die
nutzen die Cloud-Computer, weil sie eben ein großes IT-Unternehmen mit dahinter haben, was sich dann um die Server kümmert. Ja. Aber für die kleinen Unternehmen, die kleineren Vereine, ist einfach das Managed-Angebot so ein Mehrwert, weil sie sich Personal einsparen. Also sie müssen halt einatmen, kann viel mehr erledigen, als es sonst der Fall wäre, wenn er alle Server sozusagen selber pflegen müsste. Ja. Also ich glaube, die Admins hier im Raum können ein Lied davon singen. Genau, und das zweite ist eben Genossenschaft. Also das kann man so verstehen, Wohnbaugenossenschaften bauen Häuser für ihre Mitglieder, die diese dann nutzen können und Miteigentum daran erwerben. Und wir bauen eben die Serverinfrastruktur, die Cloud-Plattform auf, die dann unsere Mitglieder nutzen können. Und sowas wie Mehrwertdienste, Hausmeisterdienste. Und im Zuge von Corona haben wir eben auch zum Selbstkostenpreis quasi ein Big-Blue-Button-Angebot aufgesetzt, damit unsere Mitglieder ganz schnell rüber switchen können ins virtuelle Arbeiten, was wir schon seit 20 Jahren eigentlich praktizieren, ja, mit virtuellen verteilten Teams. Soweit erstmal. Ja, vielen Dank, Estelle. So, wir haben jetzt die Perspektive zweier Anbieter gehört, aber wir haben hier aus der Praxis auch die Nachfragerseite vertreten. Ich gucke jetzt hier zu meiner Linken, da sitzt Andreas Flock. Er arbeitet in einem Berliner Dienstleistungsunternehmen zum Thema Brandschutz, Brandvorbeugung mit dem schönen Namen Brandkontrolle und ist, wie ich ihn im Vorfeld schon kennengelernt habe, überzeugter Nutzer von Anwendungen, wie wir sie gerade kennengelernt haben. Und die spannende Frage ist jetzt aus Perspektive der Nachfrager, also hattet ihr denn irgendwelche Schwierigkeiten bei der Anwendung oder läuft alles glatt? Und was könntet ihr aufgrund eurer Erfahrungen denn anderen Unternehmen, die eben genau das befürchten, dass es irgendwie zu schwierig ist, nicht richtig funktioniert, zu teuer ist, was würdet ihr aufgrund eurer Erfahrungen denen sagen, wie es doch geht? Also erstmal, hört ihr mich? Jetzt hier? Wunderbar. Ja. Also erstmal danke, dass ich hier dabei sein darf. Mir brennt das auch auf den Nägeln. Und das Erste, was man braucht, ist Eigensinn. Und man sollte sich nicht für dumm verkaufen lassen. Und wer sich mit den großen Brüdern einlässt, der muss genau wissen, was er macht. Er soll einfach mal versuchen, ein Microsoft 365 Abo zu kündigen. Und wenn er den Knopf gefunden hat, bingo. Ja, zum Beispiel, das ist so ein Lieblingsbeispiel. Oder wenn mal irgendwas daneben geht, versucht doch mal jemanden ans Telefon zu bekommen. Viel Vergnügen. Oder eine Zeit lang war es auch eine lustige Strecke, seine Daten wiederzubekommen. Auch den Knopf hat man bei Microsoft nicht gefunden. Also wir haben auch ein paar Kreise gedreht. Wir haben 2013 gegründet, gestern unser Neunjähriges nicht gefeiert. Das machen wir dann im nächsten Jahr. Vielleicht, wenn wir über den Winter kommen. Aber klar ist eigentlich schon, man hat, eigentlich ist so eine menschliche Sache auch, man hat das Gefühl, verarscht zu werden. Und ich kann nur sagen, es ist so. Man wird verarscht. Und das ist nicht ohne, denn man hat ja nicht nur seine eigenen Daten dort, sondern man hat auch Daten der Kunden oder Auftraggeber. Bei uns sind das Leute wie die TU. Und die ganzen Zeichnungen auch von den Gebäuden und so, die liegen dann auf unseren Rechnern. Oder halt eben bei Microsoft irgendwo. Und das Unbehagen... Ja, und das Unbehagen ist dann auch nicht ganz unbegründet. Die kann man ja für sonst was nutzen. Und da muss man kein großer Spezialist sein, um zu überlegen, wie man da aus der Nummer rauskommt. Ich möchte aber um eins werben. Das geht jetzt nicht um gut oder schlecht, sondern es geht auch darum, dass man, wenn man ein Unternehmen gründet, ohnehin auf 120% läuft. Man kommt aus einer Anstellung, man macht ein Büro auf, hat die inhaltliche, strukturelle Arbeit, muss sich um Programme, die ganze Einrichtung kümmern. Und da ist dieser Reflex oder diese Haltung sehr nah zu sagen, ich nehme das, was ich gewohnt bin. Machen ja sowieso alle, ist irgendwie appropriate oder so. Zumindest kann ich mich drauf rausreden. Das ist es nämlich dann häufig. Also mache ich es dann genauso, bis es dann irgendwo klemmt oder ich das wirklich ausblende. Die meisten, die mit Microsoft oder mit Google arbeiten, blenden einen bestimmten Teil ihrer Intuition weg, sonst könnten sie mit denen nicht arbeiten. Ganz klarer Punkt. Und jetzt komme ich zu dem, was ganz wichtig ist, was man viel zu selten beleuchtet, dass nämlich Open Source ganz konkrete Vorteile hat. Also nicht nur was Arbeitsfähigkeit angeht, das genießen wir mittlerweile sehr und auch Freiheit angeht, sondern auch was, aber dabei bleiben wir jetzt erstmal, also Flexibilität angeht, also Skalierbarkeit zum Beispiel. Wir haben uns von Anfang an entschlossen, so wenig wie möglich, wir setzen immer noch proprietäre Produkte ein, sage ich auch noch was zu. Aber so wenig wie möglich davon und auch nichts Spezielles. Buchführung nur über Tabellen, alles Libre.
Und dann irgendwann stellt man fest, dass man, was man von früher kannte, kennt hier jeder. Ja, zum Beispiel bei Outlook, dass irgendwann das Programm eigentlich gar nicht mehr funktioniert, weil blöderweise zu viele E-Mails drauf sind. Oder Excel-Tabellen einfach kaputt sind. Die sind kaputt. Ab der bestimmten tausendsten Zeile, also ich weiß nicht, wie viele tausend die können, geht nichts mehr. Wer das Erlebnis mal hatte, ist dann verwundert, dass Thunderbird, mit dem wir unsere E-Mails auf dem virtuellen Rechner lagern, das steckt 30.000 E-Mails weg und funktioniert, zuckt noch nicht mal. Oder unsere gesamte Buchführung läuft auf einer einzigen Libre-Tabelle mit 20.000 Einträgen. Und die werden wir nicht in alt und neu unterteilen, sondern wir können immer für uns auch in einem Dokument nachsuchen. Macht das mal mit Excel, Freunde. Viel Vergnügen. Da sind wir durch. Und jetzt kommt ein Punkt, der für uns eigentlich extrem wichtig ist, weil wir sind ein paar oder waren ein paar Hansels, die fest angestellt waren. Im Grunde genommen sind es jetzt noch zwei. Der Rest sind freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die haben ihre eigenen Rechner. Will ich denen vorschreiben, was zu machen ist? Die kommen mit Microsoft, die hat bei uns Hausverbot, aber trotzdem haben die ja ihren Microsoft-Rechner oder ihren Apple-Rechner. Wir arbeiten auch mit Apple. Kleine Fußnote, es gibt die Möglichkeit, Linux auf Apple zu fahren und man staunt, wie schnell das ist. Mit einer kleinen Festplatte starte ich meinen Apple mit dem Linux und das ist geil. Aber das ist überhaupt nicht Thema. Thema sind Anwendungsprogramme. Anwendungsprogramme, Libre und die ganzen anderen wirklich guten Programme laufen auf allen Plattformen. Und das hat nicht nur den Vorteil, dass alle mit denselben Programmen arbeiten können, sondern den Vorteil, dass alle mit denselben Programmen arbeiten. Die können sich untereinander auch helfen. Ja, ich muss nicht von einer Anwendungsprogrammwelt in die nächste denken, sondern alle arbeiten mit Libre oder können zumindest mit Libre arbeiten oder mit Thunderbird oder. Und das ist eine Chance, die habe ich nur Open Source. Die habe ich nicht mit Microsoft und auch nicht mit Google. Danke, Andreas. Jetzt klingt das alles so... wo ist das Problem? Funktioniert alles, die Anbieter sind ja da. Nun ist aber so, ich weiß nicht, ob die Zahlen noch aktuell sind, 85% der Unternehmen nutzen Microsoft, weitere 9% Google. Also die Realität sieht ein bisschen anders aus. Und bevor wir jetzt darüber sprechen, was man daran ändern kann, würde ich vielleicht erstmal noch hier in die Runde die Frage stellen, wo liegen denn jetzt eigentlich die Hindernisse und die Barrieren? Ist das die Bequemlichkeit des Menschen an sich oder ist es irgendwie fehlende, schlechte Regulierung oder liegt es wirklich an dieser Marktmacht, oligopolartigen Macht der großen Gaffern-Konzerne? Ich merke schon, sowohl Rena als auch Estelle zucken schon. Während die beiden antworten, würde ich jetzt hier euch, Sie hier im Publikum, gerne schon dazu einladen, runterzukommen, sich zu uns in die Runde dazu zu gesellen und ihre Frage oder Anmerkungen in die Diskussion dazuzugeben und am besten dann im fliegenden Wechsel, damit mehrere Leute drankommen. Aber jetzt übergebe ich erstmal an Rena, die auch schon nach dem Mikrofon gegriffen hat. Zwei Punkte. Das eine ist, natürlich hat es mit Bequemlichkeit zu tun. Und Bequemlichkeit hat ja auch eine gewisse Berechtigung, ne, so dass wir uns das Leben nicht übermäßig schwer machen. Aber wer Harry Potter noch liest, weiß, dass Albus Dumbledore in Band 4 gesagt hat, die Zeit wird kommen, wo ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist und dem, was bequem ist. In Band 8 kommt dann der große Überfall. Ne? Also da denkt darüber nach. Die Zeit wird kommen. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite muss ich den ganz rosigen Beschreibungen von der freien Software auch ein bisschen widersprechen. Wir setzen sehr viel freie Software ein und da steckt einfach weniger Geld drin und manchmal aber auch weniger Verständnis dafür, was zum Beispiel Softwareergonomie betrifft. Und hey, da müsste so viel mehr dran gemacht werden, damit das smooth läuft und intuitiv. Und nur works for me, was schon mal ein Kongressmotto war, reicht da nicht aus. Ich würde sehr, sehr dafür plädieren, dass Firmen auch Geld in die Hand nehmen und dann mal Leute bezahlen, die Softwareergonomie bearbeiten. Es ist zum Teil bei Software, die von sehr, sehr vielen Menschen verwendet wird, wo es sich echt lohnen würde. Und ich finde, da könnte auch unsere Bundesregierung mal ein Programm für machen, im Sinne von Wirtschaftsförderung, dafür mal Geld auszugeben.
Ja, was man natürlich auch noch anmerken muss, ist, dass die US-Konzerne, die jetzt den Markt dominieren, sehr früh angefangen haben zu skalieren, also sehr groß zu werden mit Staatsgeld aus den USA oder Investorengeldern und dadurch sich natürlich einen immensen Vorsprung verschafft haben. Die Skaleneffekte können die meisten deutschen Hosting-Anbieter zum Beispiel oder Cloud-Anbieter nicht abbilden. Also sprich, es ist ein Preiskampf nicht zu gewinnen. Und das andere ist natürlich, dass sie jetzt zunehmend, ich sag mal, Bare Metal zuziehen mit Software, die man dann nutzen muss, um Plattformen aufzubauen, die dann von Google oder von Amazon gepflegt werden oder von Microsoft. Und du kommst dann irgendwann nicht mehr dran vorbei. Du kannst nicht mehr deinen eigenen Server betreiben, weil alles nur noch in bestimmten Containern läuft, die nur von bestimmten Organisationen, sage ich mal, hauptsächlich gepflegt und in bestimmte Richtungen entwickelt werden, die immer mehr kleine ausschließen. So, ich freue mich festzustellen, dass unsere Runde um eine Person reicher geworden ist. Würden Sie sich kurz vorstellen, vielleicht ein Wort zum Hintergrund und dann gerne Ihre Frage oder Anmerkung. Ja, ich bin Oliver Moldenhauer, ich bin CFO bei Wikimedia Deutschland, habe eine lange Geschichte aber vor, auch schon freies Wissen zu machen und bin das jetzt ein Jahr, vielleicht Wikimedia, weiß man gar nicht so, wir sind inzwischen auch ein mittelständischer Laden, wir haben 160 Mitarbeiter im Augenblick in Berlin auf dem Weg zu 200. Und wir sind ganz großartig, dass wir alles mit Linux machen und aber sämtliche Daten in die Google Cloud tun. Und das wollen wir gerne ändern. Ich möchte das zumindest. Und ich habe aber jetzt, vorher habe ich das noch nie gemacht so intensiv, seit einem Jahr, seitdem ich den Job habe, arbeite ich jetzt intensiv mit der Google Suite. Und ich muss sagen, das ist nicht so einfach, dass freie Software besser ist, weil das ist geil. Das funktioniert in vielen Punkten besser. Und der Punkt, dass ich keine gemeinsame Oberfläche zur Verfügung stellen kann, stimmt natürlich nicht, weil alle haben bei uns die gleiche Oberfläche, nutzen alle Google, die Google-Produkte. Also ich glaube, man muss sich schon klar machen, der Weg ins Bio ist teurer und aufwendiger. Nicht unbedingt in Geld, aber in Zeit. Man verliert Features. Und Buchhaltung mit LibreOffice kann man natürlich machen, bei uns natürlich nicht, also in der Größenordnung geht das nicht. Kriege ich sofort. So, und Entschuldigung. Was übrigens ganz spannend ist, ist, sich genossenschaftliche Lösungen anzugucken, was so ein kleiner Exkurs, was die wenigsten Leute wissen, die DATEV ist sowas. Die DATEV ist eine Genossenschaft, die den Leuten gehört, den Steuerberatern gehört. Die machen tolle Produkte, damit würde ich Buchhaltung machen, damit machen wir auch Buchhaltung. Meine Erfahrung ist, es klappt. Ich habe es anderswo gesehen, bei Investigate Europe, wo ich gearbeitet habe, es ist möglich. Oder ganz spannend sind die Kommunen in Baden-Württemberg, um regional digital die umstellen. Aber es ist schwierig. Wir wollen diesem Augenblick von Wikimedia im Gespräch mit der FSFE ein Projekt zu machen, wie wir uns und andere NGOs dazu bringen wollen, umzustellen. Also wenn jemand Interesse hat, hallo, bitte bei mir melden. Das ist mein Hauptgrund, warum ich hier die Redezeit erbaue. Aber darum geht es ja um Vernetzung. Ja. Also, weil ich finde es unmöglich, was NGOs machen, auch was Journalisten machen, wie viel Daten in die Cloud gegeben werden, da muss man vorgehen. Und was ich total spannend fände, aber die will ich nochmal fragen, die kerntechnischen Fragen. Ich sehe das in zwei Punkten. Ich sehe Single Sign-On, also ich muss irgendwie Dutzende, wenn ich auf Faircom gehe, ja, Fair Cloud, Fair Talk, Fair Education und so weiter, ne? Habe ich ein einfaches Single Sign-On, das ist echt wichtig. Und das andere ist Collaborative Real-Time Editing, skalierend und groß. Das scheinen mir die beiden Punkte zu sein, die Conditio sine qua non sind. Und wo ich spannend finde, habt ihr dafür Lösungen? Läuft das bei euch gut? Wir arbeiten dran. Nein, also Single Sign-On war, wie du auch schon gesagt hast, bei der Faircom schon lange ein wichtiges Thema gewesen. Muss zugeben, vieles von unserer Umsetzung wurde auch gefördert. Das waren halt österreichische Förderungen, mit denen wir das aufgesetzt haben. Das kollaborative Editing gibt es freie Software-Standardlösungen, effektiv genau zwei, die marktrelevant ist. Da nennt sich dieses OnlyOffice und das andere wäre halt, ja, je nachdem, wie man es nennt, LibreOffice oder Collabora. Und wir haben im Moment, wie kann ich das jetzt formulieren, das Glück, dass ich über, also ich persönlich jetzt nicht die Faircom direkt, aber schon im Vorfeld auch mit Regierungen über das GAFAM-Problem
geredet haben, die ja noch mehr ein Problem haben als die als große Unternehmen oder Anwender, dass sie, sofern sie diese Plattform verwenden, ja, ich sag mal, staatsrelevante Dokumente in diese Cloud stellen würden und da eine Alternative suchen. Und wie gesagt, da sind wir dabei, Lösungen zu suchen, dieses Delta, von dem du gesprochen hast. Ja, in Google funktioniert alles super und bei uns funktioniert es, behaupte ich mal. Ja, an den super arbeiten wir jetzt noch. Ne? Das ist genau das, was wir jetzt erheben müssen, was wir schauen müssen. Was sind die wichtigen Deltas, gerade in großen Organisationen, die wir dort schließen müssen, damit wir das umsetzen können. Und ich kann nicht zu viel sagen, aber ich kann sagen, es ist in Arbeit. Dass wir berücksichtigen müssen, Amerika ist sehr groß gewesen, oder ist immer noch sehr groß, aber sie hatten sehr viel Geld dort investiert, sowohl Kalifornien als auch Washington und auch der Staat an sich, auch die großen anderen Organisationen haben ja unheimlich viel von der Technologie auch bereitgestellt, also da ist ja auch viel passiert. Im europäischen Raum ist es halt leider noch so ein bisschen, ja, Deutschland, Frankreich, schwierig, da Kooperationen aufzubauen. Es ist schon allein Deutschland, Österreich, würde ich mal behaupten, nicht ganz so, wie man sich das irgendwie vorstellen möchte. Und ich denke mal, wir müssen lernen, auf der europäischen Ebene auch die Gelder irgendwie koordiniert zusammenzubringen, um genau diese Deltas aufzulösen. Und ich sag mal, ja, wir haben es gehört, wir wissen es, wir merken es ja mit unseren eigenen Lösungen. Wir sind dran, aber wir brauchen auch diese nachhaltige Unterstützung. Und in Europa haben wir halt nicht die Infrastruktur, also die Förderinfrastruktur gehabt, die halt das große Amerika hatte, sondern wir müssen es mehr so grassroots-mäßig aufbauen. Es kommt. Schleppend, vielleicht zu schleppend bisher, aber ich glaube, der Trend ändert sich. Ich sehe schon, Andreas, du hast auch das Mikrofon in die Hand genommen, weil du auch noch reagieren möchtest, bitte. Nur einmal ganz kurz, ja. Das Wort Schwierigkeiten würde ich trotzdem mal ausblenden wollen, weil wir arbeiten im Grunde genommen gar nicht an dich, sondern das kam eben so, und welche Schwierigkeiten gibt es. Es ist natürlich auch etwas, woran man arbeitet und manchmal auch ganz schön herausfordernd, vor allen Dingen, wenn es dann wieder mal klemmt. Ich sage nur eins, versuch mal jemanden Vortrag zu bearbeiten auf diesem LibreOffice, Vortragsprogramm, du gehst freiwillig wieder zu Keynote. Das ist eins, diese Bedienerfreundlichkeit finde ich ganz, ganz wichtig. Das ist ein super wichtiger Punkt. Deswegen arbeiten wir das ein Programm, das konnten wir noch nicht ersetzen. Dann würde ich gerne Lanze brechen für dieses Only Office. Wir haben auch mal mit Google Docs probiert, die laufen ja gut, aber waren echt erstaunt, als wir über unsere Cloud dann auch dieses Only Office ausprobieren durften, wo dann sowas auch wie ein Vortrag mal funktioniert. Und dann hört man dann auch von Freunden und Fachkollegen, die es an der Uni nutzen, wo dann ich weiß nicht, wie viele Leute drauf zugreifen. Und ist schon einiges passiert die letzten Jahre. Das ging vor 5 Jahren, da war nicht dran zu denken, da war Google jenseits. Das ist nicht mehr so. Also das wollte ich gerne nochmal zur Ehrenrettung sagen. Mhm. Na klar, man muss, und als letztes, als Fußnote vielleicht, was toll ist, ist, dass man zusammenarbeiten kann. Also wir sind seit längerer Zeit auch bei Faircom und versuchen wir bei Google jemanden zu erreichen. So. Geht nicht. Da kann ich schon sagen, das ist der Christian, das ist der Dimitri, das ist der Roland, das ist der David. Ja? So, und that's it. Und dann sitzt der Christian da und schwitzt mit mir zusammen, ob wir das vielleicht geregelt kriegen mit der dritten Homepage ohne irgendein Cookie. Da gibt es keine Cookies oder Tracker. Geht in WordPress auch, Freunde. Also das vielleicht nur als kleine Fußnote, dieses Miteinander ist ja auch wichtig, ne? Dass man nicht nur Nutzer ist von irgendwas, sondern dann auch gehört wird, wenn man sagt, sag mal, geht das jetzt mal mit den Kurzbefehlen in OnlyOffice oder geht das nicht mehr jetzt? Warum? So, und Dankeschön, Andreas. Ich sehe, wir haben hier auch noch eine weitere Teilnehmerin, die sich zu uns in die Runde gesellen möchte. Herzlich willkommen. Genau, dann sage ich auch kurz, wer ich bin. Ja. Karin Schönherr, ich bin Medienpädagogin. Und wir sind eine gemeinnützige Medienbildungsagentur, für die ich arbeite. Und wir hatten vor ein paar Jahren auch die Entscheidung treffen müssen, wo gehen wir hin. Ziel war, es soll funktionieren. Und da, ich bin ganz froh, dass du gesagt hast, es wurde besser. Wir haben lange mit der Nextcloud sortiert und operiert und mit allem, was da geht. Und haben irgendwann gesagt, boah, wir können nicht mehr. Es funktioniert zu viel nicht. Duplikate von Dateien, einfach weil beim gemeinsamen Bearbeiten dann eben doch auf dem einzelnen
Geräten Dateien erzeugt wurden, haben wir gesagt, okay, wir gehen zu Microsoft. Ich finde es furchtbar, weil mir ja auch Microsoft regelmäßig mitteilt, mit welchem Kollegen ich am meisten interagiere, welches meine Lieblingsprojekte sind, wem ich vor 3 Tagen geschrieben habe, du wolltest mir noch was sagen, kriege ich eine Erinnerung, da kriege ich richtig Ausschlag. Und dann blende ich das aus, weil ich ja was anderes zu tun habe. Und noch kritischer finde ich das im Bildungsbereich. Ich habe Videokonferenzen mit Schulklassen. Ich kann die mit BigBlueButton machen, aber mit Zoom sind sie stabiler. Und wenn es mir also wenn ich mich entscheiden muss, will ich, dass meine Didaktik und meine Bildung funktioniert oder will ich Datenschutz, stehe ich vor einer wirklich fiesen Entscheidung. Also wenn ich mit Schülern über religiöse Haltung spreche, würde ich mich immer für den Datenschutz entscheiden. Wenn es um Mathematik geht, nehme ich das, was funktioniert, und dann ist es manchmal Zoom. Verstehe ich gut. Weil BigBlueButton ist einfach unfassbar kompliziert und das gehört wirklich mal grundsätzlich überarbeitet. Geht gar nicht. Das geht nicht für die Lehre und das geht auch nicht für eine Konferenz. Tut mir leid. Da brauche ich 10 verschiedene User Interfaces, bevor ich da mal verstehe, was da, und warum muss ich jetzt nochmal irgendwas vorwählen? Was super funktioniert, auch mit großen Mengen, das haben wir versucht zu knacken bei einer Vollversammlung von der SolarWii, wo wir gesagt haben, so Freunde, jetzt macht ihr mal bitte alle euren Bildschirm an, die 120 Leute. Das ist Jitsi Meet oder halt eben Fair Meeting. Und da kann ich nur sagen, es gibt ja 2 so Anbietermodelle. Das eine ist kostenlos und dann zuckt es schon mal zwischendurch, weil der Rechner irgendwie voll ist, weil alle irgendwie miteinander sprechen gerade. Oder, und das ist nämlich auch was, es gibt ja nicht alles kostenlos, sondern ich melde mich dann bei Dimitri und sage, Dimitri, wir brauchen jetzt am Wochenende mal ein Fair Meeting-Ding für 120 Leute. Dann zuckt er, weil er denkt, nicht wieder am Sonntag, ne? Doch, am Sonntag. Und dann sitzt Dimitri auf seinem Wohnzimmersessel und für Spezialthemen, wenn es wirklich mal klemmt, ist er da. Und Fair Meeting läuft durch. Und dann ist man auf einem anderen Rechner, da ist dann Vorarlberg. Ne? Dann hat man einen Rechner mit Namen, das ist nämlich auch so ein Punkt, deswegen laufen die auch stabiler. Die haben einfach so viel, sie wollen. Weil die sind bei Amazon Cloud Services und die haben so viel Platz, wie sie wollen. Die haben sogar gelästert, als Google untergegangen ist mit seinem Nintendo-Spiel da mit irgendwas. Da hat der CEO gefragt, na, braucht der Rechner Platz? Zu denen möchten wir nicht. Und das klappt gut. Also BigBlueButton, no go. Also da muss ich mal ganz kurz einhaken. Wir hatten auch einen Test mit über 100 Teilnehmern im BigBlueButton. Das hat funktioniert. Ja, also es kommt vielleicht darauf an, wie er konfiguriert ist oder auf welcher Hardware er läuft. Aber die Bedienung ist, sage ich mal, gerade für Unterricht oder wenn man einfach nebenher noch was notieren muss, ist halt ein anderer Anwendungsfall. Ne? Was ich aber auch noch anmerken wollte zu der Problematik GAFAM, ja, die sind so groß und deshalb beherrschen sie den Markt. Man muss sich natürlich die Frage stellen, auch in der Politik, möchten wir jetzt ein deutsches oder ein europäisches GAFAM aufbauen? Ja? Möchten wir ein Unternehmen so weit pushen, dass es den ganzen Markt dann auch wieder beherrscht? Kann ja auch nicht sein. Macht korrumpiert, wissen wir, glaube ich, alle mittlerweile. Und insofern muss man eigentlich darauf achten, dass es entweder dezentralisiert wird oder dass die Nutzer Mitbestimmung haben, es demokratisiert wird. Sonst rennen wir ja in die gleiche Richtung. Ne? Ja. Den Punkt finde ich super und ich würde mich jetzt freuen, wenn unsere Diskussion jetzt sich von den, ich sag mal, ganz praktischen, ganz konkreten Anwendungen im Einzelnen nochmal auf so eine strategische Ebene bewegen würde. Also die Probleme, die so dahinter liegen, auf politischer Ebene, auf ökonomischer Ebene, wo kann man denn dann ansetzen, die jetzt jenseits der Funktionsfähigkeit der einzelnen Applikationen. Gibt es dazu Ideen hier in der Runde? Was sind so die wichtigen strategischen Hebel, an die man ran müsste? Um vielleicht da auch noch gleich den Übergang dahin zu leiten, dieses Konzept, das nennen wir technisch ja immer Föderalismus, ne? Dass man Federation, jetzt habe ich ja selbst
versuche zu viel deutsch-englische Übersetzungen zu machen, die dann schief gehen. Also es geht ums Federation, das heißt, es ist nicht wirklich eine zentrale Instanz geht, über die solche Kommunikation laufen, sondern dass es mehr so wie ein E-Mail-Server. Jeder kann sich einen E-Mail-Server hinstellen und die Mails werden hingeschickt, ohne dass es einen großen in der Mitte gibt, einen Zoom, wo sich alle irgendwie hinverbinden müssen. Oder in unserem Fall halt das eine Fair-Meeting, wo sich alle hin verbinden müssen, sondern dass wir es wirklich schaffen, mit einer Technologie das zu verstreuen, zu demokratisieren, ist sicherlich eine Entwicklung, die wir weiter fördern sollten, sowohl technisch als auch von unseren Produkten, die wir halt auch anbieten können als kleine Anbieter, die dort drin sind. Jeder hat so seinen Internet-Service-Provider, den er bezahlt, aber sie müssten halt untereinander dann schauen, wie sie die Kommunikation hinbekommen, ist sicherlich ein wichtiges Thema. Aber ich glaube, um den Begriff zu benutzen, halt nachhaltig zu gestalten, müssten wir halt auch anfangen zu schauen, dass wir die Geschäftsprozesse daraufhin optimieren. Und mit Geschäftsprozessen meine ich eigentlich vielmehr die Geschäftsmodelle, also sprich die Bezahlmodelle. Im Moment kämpfen wir mit großen Unternehmen, die unheimlich viel querfinanzieren. Die bieten einen unheimlich viele Funktionalität umsonst an, wo richtig viel Geld hintersteht. Und sie kriegen ihre Finanzflüsse, sind teilweise staatlich, teilweise halt über Werbefinanzierung, die eigentlich keine Korrelation haben zwischen der Leistung und dem Produkt, was wir dann haben, die wir dort anbieten. Und ich glaube, da braucht man vielleicht auch ein gesellschaftliches Umdenken, dass man wieder bereit ist, für diese Freiheit, die man haben will, auch Geld einzusetzen. Das würde mich nicht mehr interessieren, bei der Kollegin, die dieses Big Blue Button eingesetzt hat, ob das mit einem Dienstleister war, der halt auch Ahnung von Netzwerktechnik hat, der auch Ahnung hat, was da das Problem ist, ob das analysiert werden konnte oder ob das Produkt einfach mit einer Standard-Internetleitung ausprobiert worden ist und dann festgestellt worden ist, okay, geht halt nicht mit solchen Dingen. Und sowas müssen wir halt auch uns immer wieder auseinandersetzen. Und das ist halt viel Zeit und viel Geld und viel Analyse, die dort reingesteckt werden muss. Und das kann natürlich so ein kleines NGO sich nicht leisten. Und wir müssen schauen, dass sowohl gesellschaftlich, KMUs und letztendlich halt auch staatliche Förderungen darauf hinzielen, dass wir diese Infrastruktur, um solche föderalisierten Systeme umzusetzen, auch irgendwie finanziert bekommen. Danke, David. Während du dein Mikrofon schon mal an Rena übergeben kannst, lade ich noch mal das Publikum ganz herzlich dazu ein. Hier ist noch mal ein Platz frei geworden, mit uns mitzudiskutieren. Ah, da kommt jemand. Klar. Ich möchte auch mal aufrufen. Ja, gerne, gerne. Aber erst ist Rena dran, die direkt dazu was sagen wollte. Ja, du hast gerade das mit der Querfinanzierung genannt. Ich finde das sehr, sehr wichtig, sich klarzumachen, eben diese vielen Pseudo-Gratis-Dienste, dass die natürlich irgendwie finanziert werden müssen. Und ein zentraler Punkt ist, glaube ich, sich klarzumachen, es wird immer von der freien Wirtschaft und dem Markt und so weiter gesprochen. Und der Markt funktioniert aber mal gerade nicht. Denn was diese großen Unternehmen wollen, ist eben nicht freier Markt und Wettbewerb, sondern die wollen ein schickes Monopol. Und einige davon sagen das ja auch sehr deutlich, also Competition is for losers, ist sogar ein Buchtitel. Und genau das verfolgen die, also ohne es auch nur irgendwie zu beschönigen. Und ich möchte dabei nochmal das Augenmerk auf Google lenken. Ich habe mich mit Google sehr eingehend beschäftigt, Big Brother Award im letzten Jahr. Nämlich Google finanziert sich zu 99% durch Werbung. Und also alle anderen Dienste, die ihr von denen kennt, sind völlig unerheblich, was sie damit eventuell einnehmen. Also auch mit irgendwelchen Google Suites oder sonst was, ist völlig Banane verglichen mit den Werbemilliarden, die einnehmen. Und an dieser Stelle manipulieren sie den Markt. Wer es nachlesen will, kann es in meiner Big Brother Award Laudatio von 2021 für Google nachlesen. Weil sie nämlich sowohl Auktionator sind, wie auch selber mitbieten für die Platzierung von Anzeigen. Also
dort wird ja im Realtime-Bidding um die Aufmerksamkeit von Personen geboten und Google weiß natürlich am meisten über die und weiß auch, was die Aufmerksamkeit von dir zum Beispiel beim letzten Mal Spiegel Online aufrufen gebracht hat. Und die können dann ein ganz bisschen, falls sie deine Aufmerksamkeit haben wollen, in diesem Fall bieten sie ein ganz klein bisschen nur darüber und kriegen den Zuschlag, weil man ja nur einmal bieten darf beim Realtime-Bidding und dann haben sie es. Und damit können sie jeden rausschmeißen aus dem Markt. Und Google hat dieses Projekt, womit sie halt wirklich bescheißen, den Markt manipulieren und sich massig Geld und aneignen, haben sie Project Bernanke genannt. Das ist der Chef, der ehemalige Chef der Federal Reserve, also von der Zentralen Bank von den USA. Und übersetzt heißt das, Googles Lizenz zum Gelddrucken. Das müsst ihr euch mal klar machen, mit welcher Arroganz die da dran gehen, sich Macht anzueignen. Und dann können sie zu jedem Staat der Welt sagen, wir sind viel mächtiger, wir haben mehr Kohle, wir kriegen das alles viel besser geregelt. Klar, die schwimmen da drin, aber genau deshalb müssen wir uns davon befreien. So, wir haben einen neuen Teilnehmer hier in der Runde. Ja. Hallo. Rolf Buschmann, ich arbeite bei einem großen deutschen Umweltverband als Referent. Ich will das jetzt mal so dahinstellen, um das Blame und Shame nicht ganz so groß zu machen. Aber ich bin Referent, ich bin also Mitarbeiter. Und ich kann einfach mal so sagen, das ist so bei uns gar nicht so trivial. Ne? Also Google ist bei uns tabu. Es gibt auch andere Sachen, die tabu sind. Aber proprietär Microsoft läuft. Wir nutzen Zoom, ja, weil es einfach stabiler sind, weil wir auch großer Verband sind und viele Connections machen, auch mal Versammlungen da machen. Und das hat bisher mit den anderen Tools eben noch nicht so funktioniert. Ich glaube, dass es da wirklich notwendig ist, dass man sich auch in dieser NGO-Szene, und wir sind ja hier in der Bits und Bäume ja auch alle vertreten, dass wir uns zusammentun und sagen, wie können wir das gemeinsam stemmen? Wir haben einen großen Dachverband, den DNR, der hier mit dabei ist. Wir haben unterschiedliche. Ich glaube, mit Wikimedia könnten wir uns auch solidarisieren. Ich glaube, das ist eine große Aufgabe, zu sehen, wie kriegen wir denn das so aufgestellt, dass möglicherweise ein Big Blue Button oder ein Jitsi bei uns so gut funktioniert, dass wir damit arbeiten können. Nämlich die IT bei uns ist bis über die Kante ausgelastet mit dem Service für uns blöde Mitarbeiter, die mit ihren Rechnern nicht klarkommen. Ne? So, Entschuldigung, es ist so, man muss es ja so sagen, es gibt welche, die können es, ne? Und andere können es eben nicht so gut und die stehen dann jetzt gerade in dieser Zeit, Corona-Zeit, Homeoffice, vor lauter Riesenproblemen und ich glaube, dass da eine gemeinsame Aktion stattfinden muss und dass wir uns zusammentun müssen und wir die Unterstützung der hier zahlreich vertretenen Techies auch brauchen. Ja, wir brauchen euch, damit wir auch uns von dieser Last, die auf unseren Schultern liegt, nämlich Unternehmen zu unterstützen, die wir eigentlich auch nicht mögen, dabei weiterzukommen. Ich glaube, das ist eine große Aufgabe. Aber wie gesagt, es muss funktionieren, das ist das eine, weil unsere IT-Kolleginnen ja, stehen halt da und müssen dann demjenigen erklären, wie es geht. Und sie müssen es auch aufsetzen für mehrere Arbeitskreise und. Und das ist nicht so trivial. Also ich glaube, ich würde einen Appell an uns alle richten, lasst uns das zusammen stemmen und dann sollte es hoffentlich gehen. Vielen Dank, Rolf. Estelle möchte direkt nochmal reagieren, genau, bevor wir in die Schlussrunde gehen. Ganz kurz noch dazu. Du hast natürlich recht, wir müssen uns zusammenschließen als Zivilgesellschaft und den Konzernen die Stirn bieten. Also wir sind eigentlich die Front hier, die sich aufbaut. Das andere, was man aber anerkennen muss, ist, dass wir de facto ein Marktversagen haben, wenn wir ein Oligopol vorfinden, wie es derzeit der Fall ist, und zwar weltweit. Und Marktversagen kann man nur mit Regulierung, Antitrust-Law und Staatsmacht begegnen. Das müssen wir uns auch klar machen und das auch ganz klar fordern. Vielen Dank. Ja, wenn unsere Statements jetzt kürzer werden, dann ist das völlig in Ordnung. Ja, tut mir leid. Wenn jetzt... Ja, danke. Also gut. Ja, herzlich willkommen. Ja, hallo, ich bin Kirsten, schon bekannt als frustrierte, sehr informierte Verbraucherin. Ich verstehe mich als Bürodienstleisterin, habe mit allen möglichen Programmen der Welt quasi schon zusammengearbeitet. Bin sehr froh, dass ich heute noch mehr Informationen, die ich nicht hatte, mitnehmen kann und vielleicht in den Bereichen, in denen ich tätig bin, Veränderungen bewirken kann. Ich bin allerdings auch Mutter und freue mich immer, wenn meine Kinder
mit dem Auftrag, sie müssen eine PowerPoint-Präsentation erstellen, aus der Schule kommen. Von den Plastikbechern zum Basteln aus Joghurt will ich jetzt gar nicht anfangen. Also ich denke, wir sind jetzt hier in so einer Alterslage, wo wir bestimmte Dinge tun können. Aber ich wusste gar nicht, dass es was anderes gibt als Word. Meine Kinder wissen das auch nicht. Woher sollen sie es denn wissen? Also, ne? Also Bildung, Schule, da liegt eine große Verantwortung. Und das sollten wir bitte alle auch noch mitbedenken oder vielleicht da drin auch arbeiten. Wir arbeiten auch viel dran. Dankeschön. Dankeschön dafür. Wir arbeiten daran, nicht nur, dass wir versuchen, dort anzubieten. Es gab, also ich sag mal so vor, wie lange ist das jetzt her, 5, 6 Jahren, auch ganz viele Initiativen, auch die ich halt damals in Österreich mitbekommen habe, wo ganz viele Schulen auch wirklich versucht haben, selbst umzustellen. Ja? Liebe Grüße an Krems. Und ich muss sagen, was die dort auch an Widerstand bekommen haben, jetzt nicht nur von den Behörden, die sagen, nein, wir wollen da nicht irgendwie rausfallen, sondern auch von den Eltern, die dann uns gesagt haben, ja, was bringt ihr unseren Kindern für einen Blödsinn bei? Also es ist gesellschaftspolitisch eine Frage, die wir irgendwie lösen müssen, dass da zumindest ein gewisses Portfolio angeboten wird. Ja, also natürlich, ich bin auch einer, der sofort unterschreibt, Public Money, Public Code. Also wenn wir für öffentliches Geld irgendwas entwickeln, dann muss das auch öffentlicher Code sein. Es dürfte nur freie Software sein. Aber ich bin jetzt auch Pragmatiker genug, dass Leute, die halt, sag ich mal, nur auf einer Schiene ausgebildet werden, dann in bestimmten Arbeitsmärkten Schwierigkeiten haben. Aber letztendlich ist es ein Henne-Ei-Problem. Und wenn wir es schaffen, auf beiden oder auf allen Fronten gleichzeitig zu arbeiten, ist dann der Einstieg auch viel leichter und dann sind auch Firmen eher bereit, die solche Lösungen umzusetzen. Also ja, Bildung ist wieder ein Thema und wir bräuchten vielleicht wieder einen neuen Schub, wirklich in der Richtung weiterzugehen. Ja, vielen Dank, David. Wir sind jetzt 5 Personen und haben noch 5 Minuten für eine kurze, knackige Schlussrunde und ich würde die gerne so gestalten, dass jeder nochmal drankommt. Vivian, du hast ein Mikrofon gerne als Erste und würde von euch gerne nochmal vor dem Hintergrund unserer bisherigen Diskussion hören, was wir, die wir jetzt hier zusammensitzen, hier und jetzt machen könnten oder als Nächstes machen müssten, damit sich an dieser Problemstellung etwas verschiebt. Also einfach nochmal ganz kurz eure konkreten Forderungen oder auch konstruktiven Vorschläge, was jetzt zu tun ist. Also ich fange an, ja. Okay, ich glaube, es kommen gleich noch ganz viele tolle Ideen, wie wir gute Projekte fördern und stärken können. Aber ich würde gerne noch mal auf den Punkt Regulierung eingehen, weil wie schon, also ich fand den Punkt total wichtig, wenn wir so ein System haben, wie wir es gerade haben, braucht es erstmal, das sind dicke Bretter, da braucht es Regulierung. Ein Punkt, zu dem ich zum Beispiel schon länger arbeite, ist der starke Einfluss von Werbung auch. Ich gucke mir hauptsächlich an, wie Werbung sich negativ auf Konsumverhalten auswirkt, also wie wir da große Nachhaltigkeitsprobleme bekommen. Aber aus der Perspektive von heute müsste man sagen, man muss nicht nur die Alternativen fördern, man muss auch den großen Playern einen Riegel vorschieben, die es eben nicht so machen, wie wir gerne hätten. Und da ist Werbung ein Riesenfaktor. Und ich glaube, eine Forderung auch der Bits und Bäume des Forderungskataloges, da geht es genau darum, können wir denn nicht regulativ was dafür tun, dass eben nicht mehr so viel getrackt wird, dass personalisierte Werbung beschränkt wird. Also auch da einfach nochmal der Wunsch, dass wir, indem wir Werbung regulieren und reduzieren, eben auch diese großen Geldflüsse, die damit verbunden sind, auch ein Stück weit reduzieren und so die Machtverhältnisse auch umkehren. Ja, das wäre. Rena als Nächstes? Ach so, sorry, Andreas. Geht jetzt mal hier rum. Ich versuche, ja, mich kurz zu fassen. Ist gar nicht so einfach für mich, aber das eine ist, dass man auch vielleicht wegkommen muss von diesem, wir könnten ja umstellen, wir müssen uns umstellen, weil es nicht in Ordnung ist, dass wir zweimal Verantwortung übernehmen und nicht oft genug darüber sprechen. Das eine Mal, wenn wir unsere Daten verschenken alle und das nächste Mal, wenn die gegen Menschen, auch wenn es wir nicht selber sind und nicht selber merken, genutzt wird. Und es wird mit Metadaten getötet. Es ist kein Spaß.
Spaß und wir müssen uns umstellen. Wir können, auch wenn es jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal klemmt, wir können nicht warten, bis es dann so bequem ist oder so gut läuft. Es geht nicht. Das ist eins. Das nächste ist einfach mal machen. Könnte ja super werden. Und da kann ich nur einladen, nehmt doch eure Lieferanten in die Zange. Und zwar im Positiven. Positive Kritik. Und da ist, wie gesagt, nochmal eine Werbung, ob das nun Faircom ist oder sonst irgendjemand. Ja, oder unser Netzwerktherapeut. Ist immer gut, wenn man mit Menschen sprechen kann. Und mein letzter Punkt wäre, Erziehung ist nicht Erziehung. Bildung war mal das Problem, war mal das Thema. Erziehung heißt ja, ich will ein bestimmtes Ergebnis haben. Bildung heißt auch Selbstgestaltung. Dazu gehört auch Freiheit, nicht Dinge tun zu müssen, die man nicht will. Das ist nämlich Freiheit. Und das heißt auch, dass meine Daten, auch die von den Schülern, nicht einfach so weitergegeben werden und benutzt werden. Das geht in Schulen nur offen. So. Wir haben noch drei Teilnehmer, aber nur noch wenig Zeit. Deswegen würde ich euch drei bitten, ganz kurze Schlussstatements abzugeben. Renan, bitte. Gut. Zum Thema Monopole. Wir haben da sowas wie Kartellrecht und das ist groß in Bewegung. Und wir bei Digital Courage haben das Kartellrecht auch als ein Werkzeug entdeckt, was wir einfach nutzen sollten. Und deswegen beschäftigen wir uns mit dem GWB, das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, und auch mit dem DMA. Das als Tipp, da dran zu bleiben. Ich möchte einen Aufruf loswerden an alle Techies, dass sie die Organisationen nicht in Ruhe lassen, sondern die vorantreiben, dass sie sich zusammenschließen und vielleicht auch mal Geld rausrücken und mal zusammenlegen. Also um bestimmte Sachen anwenderfreundlicher programmieren zu können oder so. Macht doch mal was los, vernetzt euch, hier ist eine super Gelegenheit dafür. Dann lasst Organisationen nicht einfach weitermachen, sondern zwingt sie dazu, sich damit auseinanderzusetzen und umzustellen. Ich bin seit 3 Jahren an der Böll-Stiftung dran. Die sagen, wir haben parallel Big Blue Button, aber bla, und immer wieder Zoom verwenden. Ich sage Ihnen, wir müssen auch Nachfrage erzeugen. Wenn ihr jetzt nicht Big Blue Button oder Jitsi verwendet als große Anwender und sagt, das und das muss noch geändert werden, wie soll denn das passieren? Wie sollen die denn Geldeinnahmen haben, aus denen sich dann wieder Entwicklerinnen und Entwickler bezahlen lassen? Und dann in Sachen Schule oder sonst wie Bildung möchte ich einfach loswerden, seid mutig. Also ein ehemaliger Praktikant von uns ist inzwischen dreifacher Vater und seine Tochter hat in der Kita, als die Erzieherin dort gesagt hat, das könnt ihr ja mal googeln, gesagt, aber nein, das werde ich nicht tun, da gibt es doch Ente, Ente, Lauf. Ja, ja, also meine drei Schlussworte sind, es beginnt bei der Netzneutralität, geht weiter über die Infrastruktur in Nutzerhand und endet bei der Software, die Open Source sein muss. Ja, vielen Dank. Also ich weiß ja nicht, wie es Ihnen und wie es euch gegangen ist. Ich habe so ein gewisses Wechselbad der Gefühle durchlebt. Am Anfang war ich total begeistert von den tollen Alternativen, die es gibt. Dann war ich ein bisschen ernüchtert von den Problemen, die es so in der Praxis doch auch noch zu geben scheint. Und zum Schluss war ich wieder hoffnungsvoll und motiviert, dass wir für die Zukunft was zustande bringen. Und ich bin total gespannt, wie es auf der nächsten Bits und Bäume so sehr stattfinden wird, aussieht in Bezug auf unser Thema.